Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Muffensausen, was da jetzt als nächstes kommt. Eine Kuh mit einem Raketenwerfer? Luke Schisser, ho! Herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute ist es wieder soweit, ich stelle mich einer kleinen Challenge. Um schnell zusammenzufassen, ich bereite mich jetzt eine halbe Stunde vor und dann kämpfe ich gegen neu hinzugefügte Mobs. Und diesmal sind sie wirklich komplett crazy bewaffnete, sonst friedliche Mobs. Es wird richtig herausfordernd für mich. Deswegen, ich muss jetzt in einer halben Stunde das beste Equipment zusammenkramen, was ich finden kann. Deswegen ist es echt ein Wunder, dass ich oben auf diesem Berg in diesem Dorf hier gespawnt bin. Wirklich perfekt gescriptet. Okay, ich hoffe mal aufs Beste. Diese Mobs hier werden nachher meine größte Gefahr darstellen. Essensversorgung ist natürlich extremst wichtig. Neben der Essensversorgung mindestens Full Iron. Eventuell bekomme ich aber auch einen Enchantment Table hin. Aber das hängt davon ab, ob ich vielleicht glücklicherweise irgendwas Gutes finde, ne? Also wie ich jetzt hier durchkomme. So, warte, wir nehmen erstmal hier den Baum noch mit. Mir schwebt da auch schon was vor. Und zwar mache ich mir direkt eine Axt. Eigentlich doof, dass ich mir eine Axt gemacht habe, aber egal. Ich gehe direkt auf den Eisengolem, komm. Oh, hoffentlich spuckt der richtig viel Eisen aus. Bei diesen 30 Minuten Vorbereitungs-Challenges geht es ja nicht direkt darum, die besten Speedrun-Voraussetzungen zu schaffen, sondern eher das beste Equipment zusammenzukramen. Das heißt, wenn der jetzt 6 Eisen ausspucken würde, wäre das perfekt. 4 Eisen. Kann der überhaupt 6 Eisen ausspucken? Na egal, wir holen jetzt erstmal den Kram zusammen. Reicht. Ich hätte mir halt gerne eine Spitzhacke und eine Axt gemacht. Dann wäre ich nämlich schon mal so weit durch gewesen. Wobei, nee, dann hätte ich ja sogar noch ein Eisen für ein Schild gebraucht. Gut, ich weiß aber eh nicht, ob gegen die Mobs, gegen die ich kämpfe, auch wirklich das was bringt, ein Schild zu haben. Egal, machen wir eine Spitzhacke oder eine... Ja, wir machen eine Axt. Und wenn ich direkt in Höhlen gehe, machen wir ein Schild. So, die Basic-Ausrüstung. Wenn wir aber schon mal hier dabei sind, wobei, wartet mal, ich muss jetzt mal das hier so ein bisschen sortieren. Upgraden wir direkt mal. Boah, was mache ich denn hier? Wir upgraden direkt auf... Was mache ich denn? Wir upgraden auf eine Steinhacke. So, jetzt bin ich essenstechnisch erstmal durch. Holz brauche ich noch. Ich nehme den Baum mit, dann sollte das erstmal reichen, wenn ich jetzt nicht irgendein absolut großes Planungsverpo hier rausplatzen lasse. Wenn einem nämlich das Essen ausgeht, wirklich, dann ist es zum Verzweifeln. Na, das nehme ich ja alles erstmal mit. Da ist eine Lavaquelle. Ich könnte theoretisch in den Nether rushen, aber das würde mir jetzt auch nicht viel bringen. Ich würde sagen, wir checken jetzt einfach das Loch da unten aus. Ob wir da irgendwie in eine schöne Höhlenstruktur reinrutschen. Oh, ein bisschen Eisen. Das ist perfekt. Eigentlich wäre ich auch schon mit Full Iron zufrieden und das kriegt man easy peasy. Easy peasy in einer halben Stunde hin. So, ein bisschen Kohle, das passt erstmal. Ja, ist jetzt leider keine perfekte große Höhle, ne? Egal, schauen wir mal. Smaragde. Ich meine, ich kann sie ja mal mitnehmen. Vielleicht bietet sich ja noch irgendwas an. So, ich will jetzt in so eine richtig große, schöne Höhle rein, wo ich richtig viel looten kann. Im besten Fall noch einen kleinen Ticken tiefer. Und sobald ich tiefer bin, finde ich da dann auch noch Diamanten. So, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich habe gerade noch meine Texture-Pack-Updates reingeladen. Ich habe mich schon gewundert. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Aber jetzt ist alles wieder richtig. Läuft mir was zu essen rein. Alles im grünen Bereich. Wir nehmen die Werkbank mit. Und schauen mal, ob ich hier... Gehe ich tiefer schon? Ja, Eisen werde ich auch auf dem Weg noch kriegen. Dirt. Upp, machen wir hier mal so ein Manöver. So, viel Zeit ist ja jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich mich ranhalten. Mit Full Iron steht mir sicherlich schon die ein oder andere gute Chance ein. Da ich ja gegen mehrere Mobs kämpfen werde, muss ich mir einplanen, dass ich mir mehrere Schilde herstelle und vielleicht auch mehrere Waffensets zur Sicherheit. Na gut, Waffensets, so schnell gehen Waffen ja nicht kaputt. Ich höre hier auch Lava, hier geht es also noch tiefer. Ich kann hier aber Lava hören, also geht es hier noch weiter irgendwo? Gleich baue ich mich in Lava rein und verliere alle meine Items? Okay, das ist nur ein kleiner unterirdischer Pot anscheinend. Skelett, lass mich mal in Ruhe, ich versuche gerade aus der Höhle rauszukommen. Gibt es hier noch irgendeinen Bereich, wo ich vielleicht hingehen kann, was mir vielleicht irgendwie bessere Ressourcen bringt? Oh, shit. Yo! Der perfekte Zurückpraller. Okay. Ich höre hier noch Wasser. Ah. Vielleicht habe ich Glück. Ja, okay. Boah, ist das... Das ist... Ach, von hier bin ich ja gekommen. Ach, Gott. Jetzt gibt es auch wieder Zuschauer, hundertprozentig. Ja, Logo, also weißt du, in einer halben Stunde...
Ich hätte Full Enchanted Netherite und ich würde, egal was sich mir in den Weg stellt, easy peasy zerruppen. Du bist so ein Kacknoob. Du, da war ein Eisen an der Wand. Warum hast du das nicht mitgenommen, hä? Das ist es dir wohl nicht wert. Ich versuche gerade den Ausgang zu finden, okay. Gut, man muss aber auch dazu sagen, selbst wenn ich jetzt vielleicht Diamanten gefunden hätte, dann hätte ich das Problem gehabt, dass ich noch mehr Eisen benötige, um daraus einen Amboss zu bauen, um dann halt die Items günstig zu verbessern. Das habe ich ja, also zu kombinieren, sonst habe ich ja eh keine Chance. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ich habe mich komplett verlaufen. Ich habe auch schon so viel abgebaut. Meine Spitzhacke ist einfach schon über die Hälfte runter. Ja, ich bin auch schon echt lange unterwegs. Und meine Zeit rennt mir auch ehrlich gesagt davon. Gut, Eisen bin ich jetzt eigentlich soweit durch. Ich brauche da noch ein bisschen Holz. Wichtig ist auch, ich muss ja hier auch mal aus der Höhle rauskommen. Vielleicht ist hier ein Spawner oder sowas? Wenn hier drei Zombies auf einmal hängen? Boah, nice. Hier kommen auch viele Zombies, aber... Ich glaube nicht, dass hier ein Spawner ist, nee. Schade, so ein Goldapfel. Oh, ein Eisen, perfekt. Hätte ich gefühlt jetzt. Oder sogar ein OP-Goldapfel. Bin ich hier? Junge! Alter, ein fettes Eisenvorkommen. Hier geht es sogar gleich noch tiefer. Ich brauche gar nicht mehr Eisen, aber es ist so verlockend, das einfach mitzunehmen. Ja, Eisen habe ich mehr als genug. Ich muss es ja gleich auch noch brennen. Hier ist ein Spawner. Hier ist ein Spawner. Hier ist ein Spawner. Oh, mit etwas Glück kriege ich jetzt einen Goldapfel. Oder sogar einen OP-Goldapfel. So, nehmen wir den mal kurz hier weg. So. Aua. Ein OP-Goldapfel. Na gut, die Kohle nehme ich mal noch mit. Alter, wie traumhaft perfekt das wieder gescriptet war. Ich habe es prophezeit. Ich habe es mit Ansage gedroppt einfach. Komm, mein Artgenosse. Geh mir aus dem Weg. Ich muss an die Oberfläche. Ah, ich hab's wirklich wiedergefunden. So, oh. Zurück ins Dorf gleich. Ah, wie traumhaft. So, jetzt müssen wir aber loslegen. Ich hab's nicht gesehen, dass da war noch eine Werkbank in meinem Inventar. Ach Gott. Okay, so, dann hauen wir hier ordentlich die Öfen an. Dafür hätte ich mich auch mehr bemühen müssen, vielleicht noch ein paar Spinnen mitzunehmen. Nicht reichen meine Brennmaterialien. Also, wir machen uns als erstes eine Eisenaxt. Das ist schon mal ein Gamechanger. Wir müssen uns jetzt eh gleich noch hier ein paar Materialien organisieren. Ich glaube, wir nehmen einfach das Haus hier auseinander. Wenn ich das jetzt alles hier in meinem Inventar habe, habe ich zumindest mit dem Holz auch genug Blöcke, um mir vielleicht eine kleine Deckung zu bauen. Denn wie gesagt, diese Mobs sind bewaffnet. Eisen kommt rein langsam, wobei hier muss noch ein bisschen was rein. Okay, räumen wir erstmal noch mein Inventar auf. Ordnung ist das halbe Leben. Das missachte ich auch die ganze Zeit, wenn ich spiele. Wir hauen weg das. Das brauche ich auch nicht. Das. Das sollte reichen, um auf alle Fälle Distanz zu schaffen. Okay, dann mache ich mir natürlich noch ein Eisenschwert. Das ist wichtig. Axt habe ich. Im besten Fall lande ich einen Axtcrit und das Monster ist Geschichte. So. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas anderes benutzen kann, was vielleicht sinnvoll wäre. Mehr Eisen brauche ich jetzt. Ich habe ja vorhin auch viel zu viel Eisen gefarmt. Okay, wir könnten natürlich hier das Kampfareal noch ein bisschen verfeinern. Aber das wäre natürlich unfair. Ich möchte mich natürlich offen und ehrlich der Herausforderung stellen. Ich könnte hoch ins Dorf gehen und schauen, ob ich irgendwas tauschen kann. Ich wundere mich gerade, was kommt denn da für eine Säule hoch? Da ist einfach so ein Icebike-Biom. Also ich bin ehrlich, Icebike-Biome habe ich nie verstanden, was das sein soll. Also... Jogo, das ist eins der seltensten Biome, 0,04%. Ja, ich weiß, es wäre schlauer gewesen, unten direkt neben der Quelle das abzubauen und einfach zu bauen, bis man den Feuerstein bekommt. Ja, ich weiß. Gib mir den Feuerstein jetzt! Komm, was ist die Chance? Oh, yes! Ich habe eine richtig gute Job-Opportunity für euch. Yes! Okay, Pfeile habe ich. Jetzt brauche ich nur noch... Oh, was mache ich denn? Wie kriege ich jetzt noch einen Bogen zusammen? Ich meine, ich könnte warten, bis es Nacht ist, aber das wird zeitlich vielleicht nicht mehr aufgehen. Okay, ich habe keine Chance gegen diese anderen Mobs. Mich nehmen ja schon die normalen Mobs auseinander. Warum kann man eigentlich nicht aus scharfen Fäden gewinnen? Warum? Warum geht das nicht? Das wäre so ein Key-Feature. Da vorne wartet unser erster Gegner, Cluck Norris. Ich habe mein Shield bereit. Oh, ich habe vor Angst mein Schwert weggeworfen. Ich meine, das ist ein kleines Hühnchen. Was will es mir schon antun? Auch wenn das kleine Hühnchen bewaffnet ist. Hey!
Oh, das macht richtig Damage. Oh, die Schüsse ballern anders rein. Gut, dass ich mir mehrere Schilde gemacht habe. Yes! Okay, das war der erste Gegner. Und das war nur ein Hühnchen. Und es hat mich schon auf Hälfte Leben runtergeprügelt oder runtergeknallt. Unser nächster Gegner. Das bewaffnete AK-Schwein. Hey, du fette Sau! Junge, guck dich mal an, wie du aussiehst. Vielleicht ist er mir ja gar nicht feindlich gesonnen. Junge. Nein. Na gut, ich arbeite mich jetzt einfach mit meinem Schild dran. Wie viel Damage macht das? Damage ist aber Boah, der Knockback. Ich komme. Jetzt reicht's. Alter, der hört gar nicht mehr auf zu feuern. Boah, das war sogar noch knapper als der Kampf davor. Ich kann ja noch mit Deckung arbeiten. Das habe ich komplett verpennt. Okay, wir regenerieren kurz. Wir recken. Und dann geht's in die nächste Runde. Wo ist mein nächster Gegner? Ah! What the? Ach du Scheiße. Ich hätte den kleinen Mann ganz einfach fertig gemacht. Ich habe mir nämlich überlegt, als ich gestorben bin, was ich hätte tun können. Und zwar hätte ich mich einfach hochgesteckt. Hätte er mir gar nichts gekonnt. Da hätte ich ihm einfach auf den Kopf gespuckt. Der ist jetzt einmal verschwunden. Okay, gut. Geht mich geschlagen. Er hat mich auch fair besiegt. Er hat mich wirklich niedergestochen. Hey, ohne Mist, ich bin jetzt richtig paranoid, weil er so von der Seite ankam. Und ich habe den wegen seiner Körpergröße nicht gesehen. Oh, unser nächster Gegner ist das Ninja-Pferd. Ja, da mache ich dich fertig mit... Im Schildkampf bin ich noch einigermaßen brauchbar. Oh mein Gott, hält der viel aus. Komm. Noch ein Hit, dann war es das. Ich sage ehrlich, ich habe Angst. Ich will gar nicht weiter gegen die Monster antreten. Wenn das schon so hart war, was kommt denn als nächstes? Hat er da eine Sniper? Ey, aber das kann ich dodgen. Easy peasy. Dich. Oh, das kriege ich. Das kriege ich weg. Ah, die Sniper ist zu langsam. Da bin ich zu mobil im Nahkampf. Oh Gott. Okay, da hatte ich echt Glück, dass die Feuerrate so gering war. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Muffensausen, was da jetzt als nächstes kommt. Eine Kuh mit einem Raketenwerfer? Ich muss mich da langsam rantasten. Vielleicht kann ich es auch irgendwie ablocken. What the fuck? Okay, die schießt sehr langsam. Die muss... Oh, ich konnte es gerade blocken. Die Frage ist halt auch, wie viel Leben die haben. Na, wenn ich jetzt schon nicht gegen eine Kuh mit einem Raketenwerfer ankommen kann, was kommt denn noch als nächstes? Was ist das denn? Ist es etwa das Gigahorse? Oh nein, der nimmt mich jetzt safe komplett aus dem Leben. Warte, wir abusen safe. Komm doch, Junge, ich will jetzt einmal einen Sieg haben. Nein, seine Hitbox. Ich wette, wenn ich hau ihn jetzt noch ein paar Mal. Ist erlaubt. Ich meine, das macht man ja gegen Eisengolems auch, oder? Dann ist es ja nur fair. Alter, hält der viel aus. Ich meine, das sind volle Axtschläge. Ich könnte noch kritten. Junge, den hätte ich auf faire Weise niemals bekommen. Okay, ich gehe jetzt runter und der wird mich wahrscheinlich komplett aus dem Leben nehmen. Wie viel macht ein Schlag? Der one-shottet mich ja fast. Oh mein Gott. Zum Glück kann ich das gehen. Nee, den Sieg hole ich mir jetzt. Und wenn es sein muss, so. Ist okay. Ja, lauf mal, schöne Runde. Alter, wie viel hält er aus? Den hätte ich niemals im Leben bekommen. Da fehlen mir die Worte, der hätte mich anders weggerotzt, wenn wir normal gekämpft hätten. Ich meine, der hat mich ja schon fast gewone-shottet. Ich habe noch nicht mal voll regeneriert. Ist es ein Panzer? Der Raketenwerfer war schon zu viel. Wenn ich gerade drauf zulaufe, ist nicht so einfach, das zu dodgen.
Der Panzer hat mich, glaube ich, einfach überrollt. Ohne Bogen. Unter uns. Keine Chance. Nein, das ist ein Mech-Anzug. Und wer sitzt da drinne? Nein! Das ist eine Kuh in einem Kampfanzug. Ich konnte schon nichts gegen die Kuh mit dem Raketenwerfer ausrichten und auch nichts gegen die Kuh im Panzer. Ich dodge noch, ich dodge noch. Okay, ich habe noch meinen OP-Goldapfel. Ich werde es jetzt probieren. Ist egal, ich habe meinen OP-Goldapfel drin. Komm. Was, sogar mit Resistenz mäht er mich so runter? Nein, was? Mit OP-Goldapfel? Das ist echt peinlich. Ich habe gerade... Was habe ich denn überhaupt besiegt? Ich habe besiegt das Hühnchen, das Schwein, den Scharfschützen... Das Scharfschützenpferd und das Gigapferd. Wenn ich mich die Tage nochmal eine Revanche versuchen soll, lasst gerne einen logischen Daumen nach oben da. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch, haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.